Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition und wie ihr seht, eine neue Map. Ja, die Sosnovka kam ja leider mit Cosplay nicht so richtig zurecht, deswegen jetzt auf eine Mod-Map gewechselt, die Volkshill, eine von B-Face liebevoll umgebaute Westbridge Hills Map. Und das hat natürlich den Vorteil, die Sosnovka ist ja, ja, also DLC und Add-on-Geschichten sind ja von Giants logischerweise verschlüsselt, denn sonst würde das einfach weitergegeben werden und sie würden nichts verkaufen. Hat aber den Nachteil, man kommt eben einfach nicht dran, um gegebenenfalls was zu ändern. Bei der Volkshill sieht das anders aus. Wenn hier was nicht klappt, kann ich es ändern und ich bin mir sicher, dass B-Face da auch nichts dagegen hat. Stehe mit ihm auch in näherem Kontakt und ja, kann dann gegebenenfalls, wenn es nötig wird, auch nochmal nachfragen. Das ist also der Grund, warum jetzt die Volkshill, außerdem wurde sie ja vielfach von euch gewünscht. Starten wir und wir starten bei Null. Also nicht ganz bei Null. Wir haben 6.000 Euro auf dem Konto und wir haben hier einen schönen Hof geerbt, aber leider, ja, ist der leer. Wir besitzen nur ein einziges Fahrzeug und das haben wir hier, einen alten Zetor. Mehr haben wir nicht, das heißt, wir müssen erstmal zum Händler und müssen uns erstmal Kram kaufen. Davor müssen wir mit der Bank sprechen und uns, ja, Kredit holen. Und wir brauchen viel Kredit, denn wir brauchen ja Fahrzeuge, wir brauchen Fahrzeuge. Also klicken wir mal. Ich habe mal ausgerechnet, mit 560.000 Kredit sollte ich hinkommen. Dann ist es, ja, der Kontostand auch nicht 100% leer. Wir haben also dann noch ein bisschen was über für Verbrauchsmaterialien wie eben Saatgut und Dünger. Also 560.000 Kredit nehmen wir auf. Okay. Ordentlich was auf dem Konto und dann geht's hier rein zum Händler und dann kaufen wir mal kräftig ein. So, wir fangen an Erntemaschinen und ja, es ist ja die Gold Edition, deswegen werden wir hier auch ein bisschen die Gold-Sachen zum Einsatz bringen. Also nehmen wir hier den Drescher, den wir auch auf der Sosnovka hatten. Ist ja auch, ja, im Gegensatz zum Beispiel hier zum Sampo etwas größer schon, auch was die Arbeitsbreite hier vom Schneidwerk angeht. Da machen wir weiter, da holen wir das. So, dann holen wir noch einen Schneidwerkswagen, wo wir das alles schön transportieren können. Welche Farbe? Dann nehmen wir das Rot. Das könnte, ja doch, ich glaube, das Rot könnte ganz gut zu Rostzellmech passen. So, dann Traktoren könnte man noch ein bisschen was gebrauchen. Da nehmen wir auch den wieder. Haben wir also auch wieder einen Zetor, der natürlich dementsprechend zum Thema Gold Edition passt. Und der ist eben frontladertauglich. Einmal den. Und damit wir auch noch ein starkes Pferdchen im Stall haben für die Abfahrgeschichten, nehmen wir auch den großen Zetor noch mit. Gut, haben wir die Traktoren. Dann brauchen wir natürlich einen Kipper. Auch da greifen wir wieder zum Gold Add-on, holen den Farmtech. Später werden wir natürlich auch noch zu größeren Traktoren kommen. Wir brauchen einen Grubber. Dann nehmen wir hier Gold Add-on. Wir brauchen Saatmaschine. Nehmen wir Gold Add-on. Später vielleicht dann auch mal noch für, ja, für Mais, für Rüben und natürlich auf dieser Map ja damit auch für die Sonnenblumen das. Aber jetzt erstmal reicht uns das Gerätchen hier. Wir werden erstmal nur Getreide machen, bis wir da mal wieder ein bisschen mehr Geld haben. Einen Düngerstreuer brauchen wir, ganz wichtig. Ja, dann bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir werden bestimmt auch hier und da Gewichte brauchen. Ich würde mal sagen, wir holen mal von jedem eins. Dann haben wir die Qual der Wahl. Einen Ladewagen können wir auf jeden Fall gebrauchen. Den nehmen wir also noch mit. Und ja, das war's im Großen und Ganzen schon. Platzierbare Objekte ist aber noch an der Reihe. Da brauchen wir definitiv noch was. Und da habe ich eben was reingenommen, damit Cosplay auf dieser Map auch richtig gut läuft. Denn wir haben ja hier
das Saatgut und Düngersilo, das kann aber Cosplay nicht richtig verwenden, deswegen verwenden wir das eher weniger und nehmen uns hier, also auch die befüllbare Tankstelle am Hof, die werden wir weglassen. Wir machen das alles hiermit, fangen jetzt hier mal mit dem Flüssigdüngertank an und ab zum Hof. Bin ich hier überhaupt richtig auf dem Weg zum Hof? Nee. Bin ich natürlich nicht, da komme ich in den Ort. Hier unten ist der Hof. Da haben wir den Hof. Und dann würde ich sagen, ja, stellen wir das hier drüben. Hier hin. Ich weiß gar nicht, sollte es ein bisschen drehen, dass vielleicht der Schlauch nach vorne kommt. Aber ich glaube, ich lasse es hier so stehen. Zack. Dann geht's weiter mit den Saatgutpaletten. So, auch da zum Hof, auch da gehen wir hier hin. Da sind wir. Die stellen wir dann hier hin. Und dann haben wir eben noch das Fass hier. Und bei dem, ja, muss ich mir mal überlegen, stelle ich das auch da hinten hin oder stelle ich das vielleicht hier irgendwo in der Nähe vom Tor, sodass man hier. Vielleicht hierhin, wo man öfter dann mal vorbeifährt. Könnte ich mir also zumindest vorstellen, dass wir an der Stelle öfter vorbeifahren. Oder wo viel oder oft Cosplay vorbeifahren würde, wäre ja sicherlich auch hier. Das war vielleicht hier. Wenn wir das Ganze hier mal um 90 Grad drehen, passt das hier dazwischen? Ist nur so ein ganz schmaler Spalt, wo es gehen würde. Nee, das sieht also nicht schön aus. Ja, dann würde ich sagen, dann drehen wir es doch wieder. Andersrum, drehen wir es hier so rum und stellen es hier neben an den Weg. Zack. Dann können wir da tanken. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Für die Waschanlage reicht's nicht. Oh, und Strohkraftwerk, das sollte eigentlich gar nicht mehr drin sein. Das wollte ich nämlich gar nicht haben. Habe ich vergessen, aus dem Mod-Ordner zu löschen. Habt ihr also gar nicht gesehen. Lululululu. Gut, und wir sehen, ein bisschen Geld haben wir jetzt also noch übrig. Nicht wirklich viel, aber immerhin ein bisschen was. So, wir steigen mal hier ein. Und ich habe eine Mod drin, besser lenken. Das heißt, wenn wir lenken, geht die Kamera mit. In der Außenperspektive finde ich das jetzt gar nicht so toll. Das heißt, in der Außenperspektive schalte ich es ab. Wo haben wir das hier? Haben wir das? Nee, Quatsch. Das ist nur unsere Indoor-Cam. So, Kamerabewegung. Umschalt links C. Da haben wir es. So, das heißt, hier lenken können wir jetzt ohne. Der Vorteil ist, wenn wir rückwärts fahren, geht die Kamera automatisch zurück. Und eben innen haben wir das Mitlenken. Innen finde ich es schön, in der Außenperspektive bräuchte ich es jetzt nicht. So, hiermit werden wir uns dann erstmal den Schneidwerkswagen holen, dass der hier rauskommt, dass wir da drankommen. Und leider hat der Drescher eben auch kein Schneid oder nee, kein Schneidwerkswagen Anhängerkupplung, hört sich blöd an. Also wir können mit dem Drescher kein Anhänger aufnehmen. Ah ja. Was ist denn das, bitteschön? Also so sollte das natürlich nicht sein. Das ist der Standard. Schneidwerkswagen. Ich wurde hier auch darauf hingewiesen, dass die inzwischen wohl mit irgendeinem Patch wurde das mal gefixt, dass die Schneidwerke wirklich jetzt besser festhalten. So, auch hier kurz außen die Kamerabewegung weg. So, dann müssen wir hier das Schneidwerk mal kurz aufnehmen. Vielleicht vorteilhaft, wenn ich da eher ein bisschen mittig vorfahre. Gehen wir mal in die Innenansicht, da sehen wir es besser. So. Und dann gehen wir wieder hier hin, vorwärts fahren. So, dann kriegt er auch eine ganz andere Geschwindigkeit drauf. Und den stellen wir jetzt mal hier unten hin. Da bringen wir dann das Schneidwerk hin, oder? Passen wir da dann überhaupt durch?
Ich glaube, das könnte eng werden. Ansonsten fahren wir hier dann nochmal hoch, um das dann draufzusetzen. Aber so, wie das da nebeneinander stand, sah das doch etwas schwierig aus. Und ich muss sagen, dass hier mit dem Kamera nach hinten, das ist doch eigentlich ganz angenehm. So, das hier passt auch noch. So, füllen wir natürlich nicht komplett aus, diesen Schneidwerkswagen. Aber wir haben ja irgendwann später auch mal größere Schneidwerke, wo das also dann auch kein Problem darstellt. Was mache ich denn hier? Ich fahre hier mal ein Stückchen nochmal zurück. So, das können wir erstmal hier neben abstellen. Das brauchen wir nämlich noch gar nicht. Wir müssen das Feld erstmal düngen, bevor wir da was mit anfangen können. So, dann gehen wir auch hier hin, den Motor aus. Gehen hier weiter, da können wir den Traktor nehmen. Zum Düngen ist der groß genug. So, auch hier, zack, das Außen, die Kamerabewegung weg. Und das ist doch der Düngerstreuer. Oder täusche ich mich da? Doch, das müsste er sein. So, und dann fangen wir eben an. Dann geht es jetzt hier schon direkt scharf mit Cosplay los. Wir brauchen wieder Kurse. Machen wir hier die F1 aus. Und hier oben fängt es eben an. Feld 10 gehört uns. Da müssen wir als erstes was machen. Oh, und warum ist denn da ein Tanksymbol auf der Map? Das ist wohl irgendwie falsch. Das gehört da eigentlich nicht hin. So, macht nichts, lassen wir uns nicht von irritieren. Wir gehen auf Feldarbeit, Feld 10. Arbeitsbreite sind 12 Meter, wir reduzieren ein klein bisschen. Startecke würden wir sagen, starten wir hier unten. Also Südost, Südost. Und wir fahren dann hier hoch, also nach oben in den Norden, Norden. Machen am Startpunkt enden. Zack, das heißt, da unten beginnt der Kurs und dort endet er auch. Und dann fahren wir eben von dort aus hier rüber. Speichern das Ganze. Das ist eben mit 12 Meter Feld 10. Düngen 12 Meter. Löschen das Ganze, nehmen einen neuen Kurs auf von hier an. Und zwar muss ja der Dünger auch irgendwie aufgefüllt werden können. Dazu fahren wir jetzt hier schön lang Richtung Hof. Und im Moment könnten wir auch noch durch die Tore durchfahren. Die bekommen erst eine Kollision, wenn ein Tor das erste Mal geöffnet wurde. Das heißt, hier könnten wir jetzt einfach auch so unverschämt sein und könnten hier durchfahren? Nee, doch nicht. Sonst geht das immer. Macht nichts. Machen wir das Ganze auf. Ja, vielleicht hätte ich das Fass auf die Seite stellen sollen. Dann hätte ich hier beim Reinfahren tanken können. Egal. Fahren wir hier so lang. Fahren hier vorbei und das Schöne ist, wir fahren jetzt hier an den Saatpaletten und am Dünger vorbei. Das heißt, wir können beides dann den Kurs für beide Sachen verwenden. Und dann fahren wir hier raus. Wir können natürlich mit der Zeit auch überlegen, dass wir vielleicht dann auch hier einfach an den Ausgang nochmal ein Dieselfass hinstellen, so dass das Ganze dann tanken kann. Tore lassen wir einfach immer offen stehen, damit Cosplay da immer zurechtkommt. Hoppala. Hoffen wir, dass der Kurs soweit gut funktioniert, dass dieser kleine Strauchler da jetzt nicht zu sehr hindert. Und so, hier enden wir das Ganze. Da kann er dann auf den Anfang fahren. So, das nennen wir jetzt einfach die 10 auf. Füllen. Und das kann ja eben, wie gesagt, für beide Sachen, also für Düngen sowie für, wir müssen übrigens auch auf Düngen säen umstellen,
Für beides kann das eben für Düngen und für Säen später genutzt werden. Jetzt laden wir Düngen 12 Meter und hier mit dem Plus-Symbol kombinieren das Ganze mit dem Auffüllenkurs. Und dann stellen wir den noch hier um, denn der muss ja als erstes auffüllen. Am nächsten Wegpunkt starten, stellen den hier ein. Geschwindigkeit machen wir nicht wie beim Einfahren, sondern da soll er maximale Geschwindigkeit fahren. Das heißt, hier am Kurs, am Tor, wo wir eben langsam gemacht hatten, wo wir ausgebremst wurden, da kann er dann trotzdem Vollgas jetzt durchfahren. So, die Werte, also abfahren bei 90%, das passt, das können wir so lassen. Auffüllen bis 100%, der soll also den Düngerstreuer auch immer schon voll machen. Wendekreis könnten wir noch einstellen hier, das lassen wir aber. Das sollte soweit passen. Was wir noch machen, ist die Rundumleuchte, die schalten wir noch aus, damit die uns nicht auf den Sack geht. So, da kommt der Dünger, da hat er ihn erkannt. Füllt auf, wunderbar. Und dann geht's zurück. Und das Ganze könnte man jetzt natürlich auch kombiniert abspeichern. Aber wir lassen das hier einzeln. Und werden die Kurse eh dann einzeln weiterverwenden. Ja, und dann lassen wir den jetzt noch gerade bis zum Feld fahren, dass der da seine Arbeit beginnt. Und dann geht es in der nächsten Folge schon mit dem Dreschen los. Denn ja, sobald er hier fertig gedüngt hat, kann ja gedroschen werden, um hier den Maximalertrag auch rauszuholen. Wir können mal ein bisschen hier zurück scrollen. Ja, ob wir den Straßenverkehr hier auf lange Sicht gesehen anlassen oder ob wir den da irgendwann mal deaktivieren, damit Cosplay besser fährt. Ich weiß gar nicht. Aha. Also hier können wir schon entlassen. Ausschalten. Hier sehen wir, hier tut sich nämlich gar nichts texturtechnisch. Das heißt, das Feld ist schon gedüngt. Weiß man ja zu Beginn auch nie so wirklich, ist es schon gedüngt oder nicht. So, wir schauen mal noch kurz. Feld 15 hätten wir auch noch im Besitz. Das ist also da unten. Dann werden wir in der nächsten Folge dahin fahren, werden da mal gucken, ob das noch gedüngt werden muss. Und dann kann eben das Dreschen schon beginnen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.